Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Die Order 1886. Wir sind hier stehen geblieben beim Abfackeln des Lagers. Das war das letzte, ihr habt's gehört. Oh nee, ein Werwolf. Als Endgegner. Soll ich ihm noch eins hauen? Einfach voll ins Gesicht geschossen. Ein normaler Hund wäre tot. Oder ein normaler Wolf. So. What? Oh mein Gott, jetzt noch hier gegen diesen Bastard antreten. Ach so, machst du das, du Pissnelke. Okay. Warte mal. Nachladen. Ja, komm von hinten, du Bastard. Komm von hinten, ne. Tja, immer funktioniert denn das auch nicht. Au. Aber wie lame ist der Kampf eigentlich? Mal so eine Frage. Denn besiegen kann er mich nicht. Klar, er kommt mich nur andackeln. Wie ein kleiner Köter. Seht ihr? Schon tot. Wenn. Ach so, noch einer ist unterwegs. Sorry, jetzt musst du warten. Zuerst mal muss ich den ganz erledigen. So. Klar, jetzt kommt der von. Sind da wieder zwei? Blute, du Hund. Warum Scheiße? Klar, auf diesen Distanz soll ich ausweichen. Warte mal. Ich muss dich einfach nur kommen sehen. Ah! Verdammt! Diesmal habe ich dich gesehen, aber nicht so oft draufgeschossen. Ich will dich so killen. Wie kann man hier überhaupt verlieren? Also. Nein, geh mir aus den Augen. Geh weg. Geh weg. Und jetzt stirbst du deines gerechten Todes. Denn wir sind hier die Obermacker. Ciao. Wo bist denn du jetzt hin? Das macht zwei. Das macht zwei. Hier drüben ist eine Tür. Wo hier rüben? Rani, bist du hier drin? Debbie, bin ich froh, deine Stimme zu hören. Immerhin. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Oh oh. Was darf ich jetzt tun? Na komm. Ah, super. Aua. Nee. Danke. Wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Hier ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Unschön bei Ihnen in der Werft. Dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter.
Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen, Whitechapel, und ich werde da sein. Okay. Interessante Sachen, die wir hier erfahren haben. Kapitel 10. Konfrontation. Was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Easy. Bleib sofort stehen. Ich hab dich in Whitechapel gesehen. Du bist mir gefolgt. Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Ray, was ist mit dir los? Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden. Bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist. Gott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Da sind die Gemüter angespannt. Bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen. Ich glaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Das war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn das ist schon mal falsch. Kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen? Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Ist das dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory? Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Das ist wahr. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten... Wird deine Aussage deinen Vater überzeugen? Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meine Schwester, Lafayette. Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Kapitel 11. Waffenbrüder. Die Kapitel gehen schon ganz schön kurz.
Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Könnte man, ist aber nicht so. Kannst du aufmachen oder muss ich dir helfen? Also oben durch können wir nicht. Na endlich. Also hier kann man nicht rennen. Nope. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Und was steht hier noch? Oder was ist das? Geiles Ding. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Gute Idee. Lautlos lieb ich. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Okay. Ich möchte ja, ach so, mit Dreieck. Und wo lang jetzt? Ja, mach doch noch einen größeren Parcours mit mir. Wie gesagt, wir sind halbe Assassinen hier. Ey, hallo. Ich dachte schon. Oh, wow, wow, wow. Mir geht's gut. Mir geht's gut, ja klar. Sieht schon geil aus, muss ich schon sagen. Francis' Geheimdienst ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich, er muss seine Schuld begleichen. Wenn er sein Wort nicht halten kann, wäre das höchst unangenehm für ihn. Wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Ziemlich dramatischer Einstieg, oder? Das kann sein, aber wir sollten ungesehen und ungehört eindringen können. Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut, bringen wir das Seil an. Tja, aber das machen wir wohl erst im nächsten Part, denn ich finde gerade nicht, wo wir hinziehen müssen. Tja. Deswegen machen wir das im nächsten Part von Die Order 1886. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tüdelö!